sowieso eigentlich nicht mag, also wenn er sie mit diesen Rezepten umbringt. Und da sagt mir nicht, Leute, dass diese, also hier, das ist doch viel besser als das Kochbuch hier, oder nicht? Hart. Hart, okay, weiter geht's. Ach du Scheiße, ich glaube, ich habe was übersprungen. Totenkopf-Pizza. Ah. Eine Pizza, die wie ein Totenkopf aussieht. Wow! Abscheulich, aber genau das Richtige für deine Fete. Nein, es ist nicht das Richtige! Für 4 Totenköpfe brauchst du 4 runde Fertigteigstücke für Pizza oder für den Teig, 400 bis 500 Gramm Mehl, ein Päckchen Trockenhefe, 125 Milliliter bis 190 Milliliter lauwarmes Wasser, einen gestrichenen Teelöffel Salz. Eine gestrichenen Teelöffel Salz, da kann sich doch lieber was drunter vorstellen. Ja. Ach, milde Peperoni. Ja, nur die Schärfsten, die ihr findet. 2 Champignons und Salamiwurst. Salamiwurst. Als erstes Salami mit in der Laufe und zerfetzt sie erstmal. Ja, ich hoffe, man hört uns auch, während der Typ labert. Ist einfach egal, wir können die übertönen. In die Mehlmulde und vermischt mit einer Gabel das Mehl mit der Hefe. Unter Rühren fügst du das restliche Wasser hinzu. Wasser! Rühre so lange weiter, bis alles gut vermengt ist. Jetzt kommen deine Hände zum Einsatz, denn alles sollte gut durchgeknetet werden, bis du eine richtige Teigkugel hast. Wow. Die sich elastisch, aber gleichzeitig auch fest. Oh, elastisch! Elastisch? Stell die Schale anschließend mit einem Tuch abgedeckt für eine Stunde an einen warmen Ort. Wenn der Teig schön aufgegangen ist, knetest du 4 kleine Kugeln. Eine Stunde ist zwar viel zu lang, aber ich sag jetzt mal nichts. Nein, ich meine nur an warmen Ort. Die Kinder stellen das auf den Motor von so einem Auto. Die Unterlage streuen. Die pürierten Tomaten mit Basilikum, Salz und Pfeffer würzen und auf die ausgerollten Teigstücke verteilen. Aus den Käsescheiben schneidest du die Vorlage für dein Gesicht. 2 runde Scheiben sind die Augen und aus einer Scheibe schneidest du den Mund. Lege die vorbereiteten Käsescheiben über die pürierten Tomaten. Lass mich! Brauchst du damit deine Augen blutrot aussehen und legst sie über den Käse. Wir kennen den Käse gar nicht. Wer ist das? Halbierter Champignon. Für das Gebiss schneidest du Salamistücke zurecht und im vorgeheizten Ofen schmort das Knochengerüst auf dem eingefetteten Backblech bei 180 Grad für ungefähr 20 Minuten. War's das? Ja, ich glaube schon. Er hat noch mehr Rezepte für uns. Oh nein. Doch. Ich will mir gar nicht vorstellen, ey, was. Wie viele Kinder. Okay, was glaubst du kommt als nächstes? Warte mal, wir hatten die komische Bohle, wir hatten diesen Fliegenpilz, wir hatten die Pizza, ich sag mir jetzt kommen die, keine Ahnung, die Knochenpommes-Frittes. Oder so ein Scheiß. Knochenpommes. Weiße Ratten. Wenn Vampire hungrig sind, freuen sie sich auch mal über eine delikate Ratte. Nein! Wichtig ist nur, dass wie kommt denn da drauf? Je nach Appetit brauchst du 8 Ratten. Lauf alle Zooratten und hol die Ratte, die er dann essen kann. Guck dir mal diese Psychoratten an. Voll Tollwut. Ein Ei, 50 Gramm Zucker und ein Päckchen Vanillezucker, ein Päckchen Backpulver und 150 Gramm gemahlene Mandeln. Für die Dekoration ein Eigelb, nicht aufessen. Milch, 16 Mandeln und 16 Rosinen. Mandeln und 16 Rosinen. Mixe in einer Schale Quark, Milch, Öl, ein Ei, Zucker und Vanillezucker zusammen. Das Mehl, Backpulver und die Mandeln werden ebenfalls vermischt und zur Quarkmasse gegeben. Und jetzt muss kräftig geknetet werden, bis du einen glatten Teig hast. Oh, das dauert lange. Aus dem Teig rollst du 6 bis 8 Kugeln und formst daraus eine Ratte mit einer spitzen Schnauze. Für den langen Schwanz machst du jeweils eine lange, dünne Teigrolle, die du am Wieso höre ich überhaupt auf dich? Das erste, was du siehst, ist diese dumme Papierrolle und wir gehen gleich in diesen scheiß Bastelladen hier rein. Ja. Ich hab dein Pech geerbt, was du bei deinem letzten Aufgeben da gehabt hast, ne? Ja, ich sag ja, so kriegt man das mit. Ich hab's ja auch dicke erwischt gehabt, der hat mich einfach voll getötet am Anfang. Jetzt macht er es mit dir und ich muss mitleiden, aber ehrlich gesagt finde ich es gerade extrem lustig, aber ich bin dafür, dass wir aufhören, diese Kochrezepte durchzugehen. Ich habe auch keinen Bock mehr. Okay, wir nur wissen, was das Letzte wäre, was das nächste wäre. Warte, gebratener Barnacle. Frankenstein-Augen. Fick dich. Einfach fick dich. Okay, fick dich. Okay, wir gehen wieder rein. Alles klar, was ist hier noch? Die Uhr. Okay, gehen wir mal zur Uhr. Schauen wir mal, was die Uhr sagt. Wer sich so richtig gruseln möchte, sollte das Gruselkabinett im Luftschutzbunker besuchen.
Im Luftschutzbunker. Ist dieses Spiel in der Hitlerzeit gemacht worden, oder was? Im Luftschutzbunker? Wer sich so richtig gruseln möchte, sollte das Gruselkabinett im Luftschutzbunker besuchen. Wer sagt denn dazu nichts? Ja, und gut, da unten, da unten, was muss beachtet werden? Für Kinder unter 10 Jahren ist das Gruselkabinett. Das Gruselkabinett ist zu gruselig. Ah. Oh, voll das Psycho-Gruselkabinett. Okay, egal. Wir ignorieren das mal. Ey, ich kann das hier nicht mehr. Oh, was ist denn jetzt los? Da kommt einer raus! Blair Witch Project! Hand! Okay, nein, nicht kochen! Okay, was ist hier drin? Ab in die Gruft! Alle Vampire sitzen in einer gemütlichen Runde an einem Tisch zusammen. Du bist der Magier und hast dir vorher Fragen ausgedacht, um herauszufinden, ob es sich bei der Runde um waschechte Vampire handelt. Wie zum Beispiel, nenne mir mindestens 3 Dinge, die wir gar nicht leiden können. Peter Lustig. Zum Beispiel Knoblauch, ein Kreuz, Tageslicht. Was passiert, wenn wir ins Tageslicht kommen? Sterben. Antwort, wir lösen uns in Staub auf. Haha, falsch. Wie heißt der kleine Vampir? Antwort, Rüdiger. Mit was können wir fliegen? Antwort, nein, Ding ist, wie fühlen Sie sich jetzt? Wenn die Frage richtig beantwortet, bekommt der nächste eine Frage. Oh Mann, Jörg wird einfach erwähnt vom Spiel, ohne dass wir was tun müssen. Ich hab doch echt nichts gesagt. Also zum Beispiel unter den Tisch oder unter einen Stuhl. Ach, Achtung, Mann. Die verbannten Vampire können die anderen durch leichtes Krabbeln am Bein das Gruseln lehren. Wer als letzter übrig bleibt, hat gewonnen. Soll das Spiel Kinder schwul machen? Ja, vor allen Dingen den Rüdiger. Nein, okay. Also es tut mir ja echt leid und so, aber ich glaube, ich mache hier mal Schluss. Das ist eine gute Idee. Oh Gott. Ich halte es nicht mehr aus. Wir sehen uns dieses Mal bei Löwenzahn und ja, keine Ahnung, tut es euch an oder nicht, aber ich kriege ja naja zu viel. Und denkt immer schön dran an die schöne Sache mit der Videoantwort und der Bohle. Bitte, tut mir den Gefallen. Und schick die Videoantwort an den guten Chainsaw Man und nicht an mich, bitte. Danke. Ja. Gut, Rüdiger ist ein Vampir. Okay, tschüss, Leute. Tschüss.